So ihr Lieben, wir starten heute wie versprochen mit einem schönen Fatburner Workout. Ich freue mich auf eine richtig schöne schwitzige Stunde mit euch. Ich hoffe, ihr seid startklar und seid motiviert. Das Einzige, was ihr braucht, ist euren eigenen Körper. Eine Matte vielleicht für den Schluss, wenn ihr habt, und auf jeden Fall einen guten Drink in der Hand. Und dann würde ich sagen, starten wir wie immer mit einem kleinen Warm-up. Wir bringen den Puls schön nach oben, mobilisieren alles einmal ein bisschen durch. Und dann habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, euer Tempo und eure Intensität selbst zu bestimmen. Macht es einfach so, wie es für euch am besten passt. Und dann würde ich sagen, let's go, viel Spaß. Musik ein bisschen lauter. Gut. Wir marschieren am Platz. Zieht mal die Arme schön mit und wir starten mit einem Step-Touch. Ihr merkt schon, das Tempo ist ein bisschen schneller, aber wir wollen ja auch ordentlich ins Schwitzen kommen. Na, wie der Name schon sagt, Fettburner. Also die Fettpölzerchen sollen dahin schmelzen. Wir machen noch vier Stück mehr, noch vier, drei mehr. Zweimal. Ihr beginnt mal eure Schultern locker zu kreisen. Schön lockere Bewegung. Sehr gut. Achtung. Jetzt ein großer Armkreis. Auch hier schön fließende Bewegung. Zweimal noch. Achtung, Side to Side, schwingt mal die Arme locker mit, von links nach rechts. Noch viermal, dreimal noch, zweimal mehr und die Arme gehen hoch. Ja. Schön lang strecken. Macht noch vier Stück mehr, noch vier, drei noch, zwei mehr. Winkelt mal die Arme locker ab. Bizeps Curl. Sehr gut. Und die letzten vier Stück. Noch vier. Noch drei. Zweimal noch. Zieht die Arme im Wechsel lang hoch. Ja. Wunderbar. Macht die letzten vier Stück. Drei mehr. Zweimal noch. Zieht mal den linken Arm nach außen. Schön den Daumen zurück. Noch vier Stück. Drei mehr. Zweimal. Und das Ganze mit dem anderen Arm. Wunderbar. Die letzten vier Stück. Drei noch. Zwei mehr. Achtung. Die Fersen. Zieh mal zum Po. Und die Arme locker mitschwingen. Jetzt noch vier Stück. Noch drei. Zwei mehr. Ihr macht zwei pro Seite. Nochmal. Zweimal noch. Wunderbar. Letztes Mal. Jetzt wieder im Single. Oberkörper locker mitnehmen. Machen wir die letzten vier Stück. Vier noch. Noch drei. Zwei mehr. Zieht mal die Knie seitlich hoch. Oberkörper ganz leicht mitdrehen. Nur noch vier Stück. Drei mehr. Zweimal. Zieht mal die Ellenbogen diagonal. Sieben. Sechs. Fünfmal. Nur noch vier. Drei. Zwei mehr. Lasst die Beine geöffnet. Und start mal mit einem Squat. Beugen und strecken. Wunderbar. Vier Stück. Drei mehr. Zweimal. Wir bleiben hier und jetzt zieht ihr mal die Schultern von links nach rechts. Jetzt noch vier, drei mehr, zweimal. Ihr nehmt mal den rechten Arm, tief und hoch. Lang strecken. Macht die letzten vier, drei,
zwei mehr. Und das Ganze mit dem anderen Arm. Hoch und tief. Lass ein bisschen die Fingerspitzen. Vier Stück sind es noch. Noch drei. Noch zwei. Und wir bleiben in der Mitte. Rollen uns einmal nach oben auf. Wunderbar. Marschiert am Platz. Wir beginnen mit Runde 1. Ihr marschiert vier Schritte nach vorne, vier am Platz und vier zurück. Los geht's. Am Platz. Zurück. Ihr braucht also ein bisschen Bewegungsfreiraum nach vorn und nach hinten. Wenn ihr mehr wollt, dann joggt ihr das Ganze jetzt. Nach vorn und wir gehen zurück. Gleich nochmal. Zieht, zieht, zieht. Wieder zurück. Jetzt nehmt ihr die Arme mit. Lang nach oben. Komm, hoch. Wieder zurück. Wunderbar. Nochmal. Ihr habt auch immer die Möglichkeit, in der Einsteigervariante zu bleiben. Nochmal. Und zurück. Eins, zwei, drei, vier. Letztes Mal. Wieder zurück. Weiter geht's mit einem Side-Tap. Das ist Variante 1, wenn ihr nicht springen wollt. Variante 2, Jumping Jack. Wählt euer eigenes Tempo. Und tap, tap, tap. Gut. Noch 4. Noch 3. Ich gebe euch noch mal so schönes 8 Stück mehr. Noch 8. 7. 6. 5 mal. 4 mehr. 3. 2. Wir joggen nach vorn. Oder ihr geht. Arme lang. Und zurück. Höp, höp, bisschen lauter. Nochmal. Wieder zurück. Und jetzt. Jumping Jack. Arme lang, Leute. Schön hochziehen. Sehr gut. Tap. 4 mehr. 3 mehr. 2 mal. Achtung, ein Step Touch. So. So gehen wir nach vorne 4 Stück. Und wir gehen 4 Stück zurück. Zuerst die moderate Variante. Los geht's. Geht nach vorne. 1, 2, 3, geht zurück. Genau. Wenn ihr mehr wollt, und zurück. Okay? Los geht's. Ihr müsst auch nicht klatschen. Wobei, es bietet sich geradezu an. Nochmal. Nach hinten. Eine Runde haben wir noch. Yes. Und zurück. Auch wisst ihr was, geht euch noch zwei. Komm. Nach hinten. Wir kombinieren von vor. Wir joggen. Hoch. Und zurück. Noch einmal. Wieder zurück. Jetzt der Jumping Jack. Go. Arm lang. Die letzte. 4 mehr. 3 mehr. 2 mal. Nach vorne Step Touch. Entweder mit Schwung oder weniger. Komm, nochmal. Nach hinten. So, weiter geht's. Nochmal von vorn. Joggen. Wieder zurück. So. Wieder zurück. Nochmal. Jumping Jack. Yep. Wunderbar. Mach die letzten. 4 Stück. Noch 3. 2 mehr. Und Step Touch. Nach hinten. Ein paar noch. Danach geht es gleich weiter. Mit einem Knee-Lift. Los geht's.
oder mit einem kleinen Jump. Macht es so, wie es für euch passt. Komm, und zieht hoch. Wichtig ist, zieht die Knie schön nach oben. Sehr gut. Hier machen wir noch 8 weitere. Nur noch 8. Noch 7. 6. 5 mehr. 4. 3. Schafft ihr noch eine Runde? Na klar, let's go. Kommt, noch 8. Und 7. Gebt euch die letzten 4. Gleich wieder alles von vorne, Leute. Let's go. Amrak. Nochmal. Auf geht's. Wieder zurück. Jetzt der Jumping Jack. Auf geht's. Wie gesagt, es geht auch immer die Variante 1. Okay? Noch 4. Noch 3. Noch 2. Jetzt der Step Touch. Cut. Versucht nochmal, mit ein bisschen mehr Schwung zu arbeiten. Sehr gut. Also mir wird warm. Ich hoffe euch auch. Und jetzt kneelen. 8, 7. So Leute, wo sind die Arme? Genau, schön weit oben. 4. Noch 3. Und weil es so schön ist, starten wir von vorne. Rollings. Yep. Ein Arm noch. 1, 2, 3, 4. Nach hinten. Jumping Jack. Komm. 7, 6, 5 mal. Noch 4. 2 Stück noch. Gleich der Step Touch. Nach hinten. Jetzt sind wir Zirkusmusik, oder? Nochmal, komm. Nach hinten. Und jetzt der Lift. Auf geht's. Komm. Oder moderat. Euer Tempo. So wie es passt. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Achtung. Easy. Der Touch. Gut, pass auf. Jetzt. Schaut mal. Ihr setzt mal den Step Touch in die leichte Diagonale. Ja? Macht euch ein bisschen kleiner. Vor-Tap, Rück-Tap. Vor-Tap, Rück-Tap. Das ist die Bewegung. Das Ganze mit ein bisschen mehr Activity. Die Arme. Wir rollen die Arme. Kommt tief, kommt hoch. Tief, hoch. Jetzt wechselt ihr die Seite, links beginnt. Oder euer rechter Fuß. Je nachdem, wie ihr gestartet habt. Kommt tief. Arm hoch, Arm tief, Arm hoch. Wechselt die Seite. Tief, hoch, tief, hoch. Wir wechseln. Tief. Macht euch schön klein. Wir wechseln. Komm tief. Sehr gut. Geht mal noch ein Stückchen weiter runter, Leute. Einen haben wir noch. Damit die Wirbelsäule schön aktiviert wird. Wir wechseln. Und ihr wisst, was kommt, oder? Alles von vorne. Wir joggen. Nach hinten. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Zurück. Der Jumping Jack. Gut. Bleibt schön in Bewegung. Und wie gesagt, wenn ihr zwischendurch denkt, es ist euch zu viel, dann geht in die Einsteiger-Variante zurück. Jetzt der Touch. Nach hinten. Nochmal. Gut. Sehr
gut. Nach hinten. Was kommt jetzt? Single Knee. Wunderbar. Mach noch. 4, 3, 2, der letzte. Arme. Tief. Nochmal. Wir wechseln. Tief. So, Leute. Alles von vorne. Auf geht's. Arme schön lang. Nach hinten. Sehr gut. Auf geht's. Zick, zick, zick. Und zurück. Der Jumping Jack. Jetzt. Yes. Also mir wird schön warm. Ich hoffe euch auch. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Jetzt der Step Touch. Cut. Schwung voll. Nach hinten. Ein paar noch. Zurück. 4, 3. Der Knie. Hoch. Hoch. Arme lang, Leute. Und schön weiter atmen. Nicht die Atmung anhalten. Auch wenn es anstrengend wird. Jetzt tief und hoch. Cut. Nochmal. Wir wechseln. 4, 3, 2 und marschieren. Wunderbar. Ich hoffe, bis dahin ist alles klar soweit. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einen kleinen Schluck zu trinken. Das mache ich auch. Bleibt ein bisschen in Bewegung. Jetzt habe ich doch glatt meinen Handschuh vergessen. Oh, Anfängerfehler. Das ist echt ein bisschen Chakalaka, oder? Eigentlich könnten wir auch mal wieder so ein kleines Dancers Workout machen. Oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, Daumen hoch. So, Leute. Eine Runde haben wir noch. So, da muss einfach mein T-Shirt herhalten. Ist jetzt gut meins. So, Leute, pass auf. Wir kamen aus dem. Jetzt habe ich noch einen schön für euch. Und zwar geht ihr mal. Schaut mal, erstmal den Oberkörper nach vorne richten. Das ist die Einsteigervariante. Arme. Ihr könnt euch vorstellen, was kommt, oder? Genau, ein bisschen mehr Dynamik. Ich zeige euch, wie es geht. Oh, Entschuldigung. So. Macht mal rein in die Bewegung. Und den Arm schön lang. Der andere Arm bleibt hier oben. Auf Deckung. Ich komme zwar nicht aus dem Kampfsport. Boxen liegt mir nicht so, aber ich glaube, das kriegen wir mit hin. Wir wechseln die Seite. Komm. Genau, jetzt mal nicht so ein Mädchenboxer nach vorne, sondern ha, mit Schmackes. Komm, zick, zick. Ich gebe euch noch 8. Noch 8. Noch 7. 6 mehr. 4 Stück haben wir noch. Noch 4. Noch 3. Wechselt ihr noch einmal die Seite mit mir. Okay, komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wechselt. Anderer Arm oben auf Deckung. Ein Arm noch. Nur noch 4, noch 3, noch 2. Wir wechseln wieder. Kommt, 8 noch, 7, 6, 5. So, Leute. Ich hoffe, ihr seid startklar. Alles von Anfang an. Wir joggen. Mach ein bisschen lauter. Und zurück. 1, 2, 3, 4. Nochmal. Jumping Jack.
einen Schluck trinken wollt, macht es jetzt. Und dann schnappt ihr euch eure Matte und dann starten wir ganz entspannt in der Rückenlage. Noch einen schönen Satz für den Bauch. Gut, pass auf, wir gehen tief. Rückenlage beginnt. Oh Leute, das ist echt schon mal wie halbe Miete, oder? Aber gut, jetzt habe ich auch zu lange rumgetüdelt schon mit der Musik, deswegen starten wir jetzt direkt. Crunches to middle. Let's go. Hop. Zieht. Zieht. So, kurze Instruktion. Während ihr nach oben kommt, atmet ihr aus. Okay? Macht es schön klein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ihr habt immer die Möglichkeit, euer Tempo natürlich selbst zu bestimmen. Wenn ich euch zu schnell bin, macht ihr es einfach in eurem eigenen Tempo. Okay? Die letzten vier. Vier. Drei. Zwei. Der letzte. Jetzt dürft ihr mit mir oben bleiben. Wie nett von mir, oder? Und jetzt schiebt man eine Wand weg. Vor. Vor. Zieht. Und zieht. Komm. Vor. Weiter. Arbeitet schön mit Schmackes. Ich gebe euch noch 8. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Pause. Übung 2. Beide Füße parallel. Beide Hände hinter dem Kopf. Und jetzt schaut, ihr schiebt ein Bein nach vorn und dreht den Oberkörper schön ein. Vor. 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 Sehr schön. So, ganz wichtig, zieht mal die Fußspitzen ran. Also in Richtung Gesicht. Ranziehen, ranflexen. Dann habt ihr deutlich mehr Stabilität. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, dieses Tempo beizubehalten oder es zu verdoppeln. Macht es so, wie es für euch passt. Zieht. Ziehen und schieben sozusagen, ne? Weiter, komm. Ich gebe euch die letzten 8. Noch 8. 7. 6. 5. 4 mehr. 3 mehr. 2 mehr. Oh. Pause. Durchatmen. Das war Runde 1. Das kommt jetzt. Runde 2. Macht euch ready. Hände hinter den Kopf. Crunches. Auf geht's. Yep. Zieht. Kopf hoch. Tief. Mit Energie. Oh. Also mein Bauch zieht jetzt schon. Weil es so schön ist. Noch 30 Sekunden. 2. 3, 4, weiter, komm, 5, 6, 7, noch 15 Sekunden, oh, volle Kraft, noch 6, noch 4, 3, 2, die Wand nach vorne schieben, schieb, schieb. Kommt. Zieht. 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 Ich gebe euch die letzten. Noch 4. Noch 3. 2. Pause. Oh. Okay, Luft holen. So, Füße wieder nach oben. Seitliche. Schaut nochmal. Eure Knie sind über der Hüfte. Nicht zu weit rangezogen. Sie bleiben über der Hüfte. Erstmal langsam. Schiebt nach vorn, nach vorn, weiter, vor, ran. Sehr gut. Gebt euch noch, warte mal, 30 Sekunden. Weiter. Und vor, Mitte. Sehr schön.
Gott, noch 15 Sekunden, Leute, wenn ihr wollt, schneller oder ihr bleibt. 8, 7, 6, 5, noch 4, 3, 2, der letzte. Oh, oh, ja, ja, ja. Durchatmen. Habt ihr noch gute Laune? Ja, ne? Weil ihr wisst, dass es gleich geschafft ist. Gut, deswegen nicht lang schnacken, Hände in den Nacken und los geht's. Zack, nicht in den Nacken die Hände, sondern die Hände an den Hinterkopf. Und volle Kraft. So, jetzt gibt's nochmal alles. Auch wenn ihr denkt, da geht nichts mehr. Ich verspreche euch, da geht noch was. Also kommt, Zehen zusammenbeißen. Zack, zack. Wollt ihr noch 15 Sekunden? Habe ich mir gedacht, die kriegt ihr. Noch 7, noch 6 und 5. Die letzten 4. 4 mehr. 2 sind es noch. Gar nicht mehr. Vorne schieben. Kommt. Noch 7, noch 6, noch 5. Noch 4, noch 3, oh Gott, 2, fertig mit der Schicht. Aber einmal kurz die Strecken. Also, Füße hoch, Luft holen, wir starten. Schiebt und schiebt und vor. 30 Sekunden noch, auf geht's. 2, 3, 4, 5, schön eindrehen, 6, 7, wenn ihr wollt, doppeltes Tempo oder ihr behaltet es bei, kommt, noch 8, 7, 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2, der letzte, oh, wir haben es, Leute. Bleibt entspannt liegen auf eurem Rücken. Ich mache ein bisschen Entspannungsmusik. So. Zieht mal die Bauchdecke schön in die Länge. Streckt eure Arme seitlich aus in Verlängerung eurer Schultern. Beide Füße kommen nach oben. Beide Beine geschlossen zur linken Seite, den Kopf. Dreht ihr zurecht. Schneidersitz klappt noch nicht ganz so gut bei mir, wegen meines Knies.
wieder hergerichtet. Das wird auch noch bestimmt ein bisschen dauern. Gut. Seid ihr entspannt und relaxed? Bestimmt, ne? Mir hat es Spaß gemacht mit euch. Auch wenn ich jetzt nicht gesehen habe, ob ihr euch richtig angestrengt habt. Aber ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus. Und von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann auch immer ihr euch dieses Video anschaut. Lasst es euch gut gehen, bleibt schön gesund und